Anna? Was macht die Anna da so? Was wird das? Wie der sich festklammert da, seinen Füßen. Hält den Ball ja schon wie Lothar Matthäus. War das niedlich? Hat dir das gefallen? Ja. Soll ich euch was versprechen? Ja. Wenn wir alle Ratefragen durchhaben, dann rufen wir den Adrian und seine Schimpansenrefü noch mal raus, okay? Da sehen wir nämlich noch ein Stück. Stefan, jetzt komme ich aber erstmal zu dir. Du hast uns ja auch eine Ratefrage eingeschickt. Sag mal, ich habe gehört, du bist dieses Jahr in die Schule gekommen. Ja. Machst du Spaß? Ja. Was hast du da schon alles gelernt in der Schule? Wie Mimi geschrieben wird und so. Und so. Ah, kannst du denn auch schon rechnen? Ja. Was kannst du denn da schon? Sag mal so. 5 gibt 10. Was? 5 gibt 10. Und weiter? 100 und 100 gibt 200. Boah, 100 und 100 gibt 200. Ist ja stark. Sag mal, kannst du auch schon lesen? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Weißt du was? Dann mache ich dir einen Vorschlag. Deine Frage, die du dir ausgedacht hast, die lese ich jetzt einfach vor. Also. Der Stefan hat nämlich folgende Frage an euch. Wie nennt man Schulanfänger auch noch? 1. Erstlinge. 2. ABC-Schützen. Oder 3. Frischlinge. 1, 2 oder 3. Oder 3, letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Es war doch wirklich einfach, oder? Ja. Ach klar, das fängt an mit A, B, C und darum heißen sie ABC-Schützen. Sag mal, bei euch in der Schweiz ist das so die beste Schulnote. Was ist das? Die 6. Da staunen jetzt die deutschen Kinder und die anderen Kinder in Österreich. Eine 6 ist bei euch die beste Note. Und die schlechteste? Eine 1. Aha, also genau umgekehrt, ne? Wenn du eine 6 kriegst, was ist dann zu Hause los? Ärger. Das denke ich mir, war bei mir auch so. Genau, René. Schaut euch mal diesen Schulranzen an. Das ist ein ganz alter Schulranzen. Was fällt euch daran auf? Ist aus Leder. Der ist aus Leder, ja. Was noch? Ich meine so, wenn ich mir den so umhänge oder so, der? Ein bisschen zu klein. Ein bisschen zu klein. Ja, ein bisschen klein ist er wirklich. Aber da habe ich auch gleich schon die nächste Ratefrage. Warum waren denn die Schulranzen früher kleiner als heute? 1.
um wertvolles Material zu sparen. 2, weil die Kinder früher kleiner waren und nicht so schwer tragen durften. Oder 3, weil sie weniger Schulsachen mitnehmen mussten. 1, 2 oder 3? Oder 3, letzte Chance, vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Also wenn ich mir das Ding hier so angucke, da passt ja nicht viel rein. Was müsst ihr heute alles so mitschleppen? Hefteln, dann was wir gekriegt haben für die Schule, so für Sachunterricht üben und so. Bücher natürlich auch. Nimmst du doch was zu essen mit in die Schule? Ja. Na, schau mal, hier passt ja gerade mal eine Banane rein, ja? Da ist ja schon Ende. Wie die Schulranzen, die ihr heute so mit euch rumschleppt, auf dem Rücken tragt oder in die Hand nehmt, wie die eigentlich so hergestellt werden, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Zuerst werden die Einzelteile eures Schulranzens aus großen Stoffbahnen ausgestanzt. Ihr habt sicher inzwischen auch alle einen Recyclingaufkleber auf eurem Schulranzen. Der wird gleich aufgenäht. Denn ihr wisst, wenn ihr euren Schulranzen nicht mehr benötigt, dann schickt ihn einfach zurück. Das Material kann nämlich heute wiederverwendet werden. Leuchtstreifen gehören heute auch auf jeden Schulranzen. Und hier werden sie gerade angefertigt. Außerdem kommen natürlich noch die Buttons mit der Seriennummer eures Schulranzens auf diese Stoffbahnen. Und Fächer, in denen eure Namensschilder reingelegt werden können. Also Name, Straße, Wohnort, falls euer Schulranzen mal irgendwo stehen bleiben sollte. Die ganzen Einzelteile kommen dann in die Näherinnenstraße und werden dort noch von Hand zusammengenäht. Hier wird noch eine Tasche drauf genäht. Und wenn dann die Hülle des Schulranzens fertig ist, dann wird das Innenleben gleich da reingeschoben, aber es fehlt noch das Rückenpolster. Jeder Schulranzen wird nochmal ganz sorgfältig kontrolliert. Und das Allerwichtigste, der Griff zum Tragen. Und natürlich werden die Katzenaugen nochmal poliert, bevor der Schulranzen dann eingepackt wird, verpackt wird und zu euch auf die Reise geht. Diese Schulranzen hier, die kennt ihr sicher alle. Und an euren Schulranzen ist auch wahrscheinlich überall ein Katzenauge dran, so wie auf diesem hier. Und jetzt möchte ich von euch wissen, warum diese Dinger hier, die ihr auf den Schulranzen habt, warum heißen die Katzenaugen? 1. Weil Katzen im Dunkeln sehen können. 2. Weil sie das Licht reflektieren. Oder 3. Weil sie, so wie die Katzenaugen, auch orange sind. 1, 2 oder 3? Letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Die heißen Katzenaugen, weil sie das Licht reflektieren. Aber nun seid ihr ja nicht immer mit einem Schulranzen unterwegs. Ihr geht ja auch mal abends noch weg oder am Nachmittag, jetzt ist ja auch schon dunkler, da habt ihr keinen Schulranzen in der Hand. Und darum gibt es jetzt solche Dinger in allen möglichen Variationen, solche Leuchtstreifen. Schau mal, hier ist ein Stirnband, setz mal auf mit so einem Leuchtstreifen. Hier, macht das mal an den Arm, da sind auch Reflektoren dran. Hier, das könnt ihr euch jetzt mal um den Hals hängen, das sind Kleeblatt oder ein Uhu als Reflektoren. Dann gibt es noch solche Aufkleber hier zum Beispiel. Pass auf, ich gebe das mal da hinten rein, damit ihr wirklich alle gut gesehen werdet. So, dann gibt es zum Beispiel noch sowas hier. Darf ich das mal bei dir draufpappen? Schau mal hier zum Beispiel da. Achtung. So. Okay, also wenn ihr sowas zum Beispiel dabei habt,
Das gibt es in vielen verschiedenen Formen und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Hier zum Beispiel Armband gibt es auch für dich. Dann seid ihr wunderbar zu sehen im Dunkeln. Also die Autofahrer, die erkennen euch dann bestens. Ist eine tolle Sache, weil ihr seht dann aus wie so Glühwürmchen, ja? Im Dunkeln leuchtet das dann richtig. Ach, so ein Schmarrn, Glühwürmchen, wenn ich dich so höre. Also Frau Lechtermann, da sind doch bestimmt keine Leuchtbirnchen dran und keine Glühbirnchen, Würmchen, also na, sowas. Herr Lämmermeier, Sie sind mir auch so eine Leuchte, ja? Das ist mir schon des Öfteren aufgefallen. Das merken Sie erst jetzt, Frau Lechtermann, hä? Ja, besser spät als nie, Herr Lämmermeier. Sagen Sie mal, Herr Lämmermeier, was haben Sie da eigentlich auf Ihrem Kopf, wenn ich das mal so nebenbei fragen darf? Ja, ich denke, das Thema heißt heute Schule. Und deswegen habe ich mir eine Schultüte besorgt, oder? Ja, trägt meine Schultüte auf den Kopf, oder was? Ja, wo soll ich denn sonst tragen, Frau Lechtermann? Hä? Ja, Herr Lämmermeier, da lassen Sie auch den Kopf, ja. Ja, ist schon gut, was? Ich muss wieder zum Diesel. Herr Lämmermeier, mir fällt da was ein. Wissen Sie, dass es jetzt auch Halsbänder gibt, so richtig mit Reflektoren, mit Leuchtstreifen? Frau Lechtermann, war das vielleicht eine kleine Unverschämtheit? Soll ich mir vielleicht jetzt mit dem Halsbandel rumrennen oder sowas, hä? Herr Lämmermeier. Ja, was, die Büststadt? Herr Lämmermeier, Sie sollen doch kein Halsband tragen, aber Sie haben doch Ihren Basti. Und wenn Sie dem jetzt ein Halsband kaufen, dann ist der im Dunkeln auch unheimlich gut zu sehen, wenn dieses Halsband mit Reflektoren bestückt ist. Also, Frau Lechtermann, ich gehe sowieso nur raus in der Nacht, wenn es hell ist, ist doch klar, oder? Sagen Sie mal, Herr Lämmermeier, ja, jetzt muss ich wirklich mal, was hat denn der Lämmermeier? Er geht nur raus, wenn es nachts hell ist. Sagen Sie mir, Herr Lämmermeier, können Sie mir mal sagen, was das eigentlich soll? Frau Lechtermann, jetzt beruhigen Sie einmal, ja? Ich versuche jetzt schon seit 2 Stunden, ja, 2 Stunden im Hochdeutschen, Ihnen, Frau Lechtermann, das Stichwort zu geben. Ist das jetzt klar? Nacht? Mond! Mond? Leuchten Sie, leuchte! Leuchten? Also, Herr Lämmermeier, jetzt bitte geben Sie mir die Erleuchtung. Ich weiß echt nicht, was Sie meinen. Tut mir leid. In meinem Drehbuch, ja, da steht jetzt, dass die nächste Frage lautet, warum leuchtet der Mond in der Nacht? Ja, geht denn da jetzt ein Licht auf, Frau Lechtermann, ja, oder nicht? Ja, Lämmermeierchen, Sie sind ja genial. Danke. Und das merken Sie erst jetzt. Alles klar, die nächste Ratefrage. Warum leuchtet der Mond in der Nacht? Eins. Weil er von der Sonne angestrahlt wird. Zwei. Weil alle Planeten nachts leuchten. Oder drei. Weil es in der Nacht so dunkel ist. Eins, zwei oder drei. Oder drei, letzte Chance. Vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja! Kommt ihr gleich mal rüber zu mir wieder ins Klassenzimmer, wenn ihr eure Bälle da hinten eingeworfen habt, denn ihr habt ja auch alle einen Ball bekommen. Also ganz klar, der Mond leuchtet nachts, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Sagen Sie mal, Herr Lämmermeier, was ist das denn jetzt hier? Eben noch auf die Showbühne, ja, und jetzt hinter dem Lehrerpult. Spielen wir jetzt hier das fliegende Klassenzimmer, oder was haben Sie vor? Ruhe, Schülerin Lechtermann. Wir spielen jetzt nicht das fliegende Klassenzimmer, sondern Peterchens Mondfahrt. Fertig machen zum Start. Es kann losgehen. Ja. Das wird bestimmt nicht so gemütlich wie die Schlittenfahrt. Das ist nur ein Komet. Einer von den kleineren. Ein Stummelschwanz sein. Anneliese, halt dich fest! Hm.
2, 3, 4, 5, 4.